Hallo, ihr Steinverrückten! Es geht hart auf Weihnachten zu. Und das liegt ja näher, als auch mal an die Kleinen zu denken. Das habe ich auch getan. Und ich zeige euch jetzt eine skurrile Serie, so von 1999 bis 2001 müsste es gewesen sein. Die Town Junior-Reihe. Viel Spaß dabei! Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr YouTube-Videos schaut. Ich bin der Martin, der Steinverrückte. Heute geht es, wie gesagt, zu der Town Junior-Reihe. Das ist City im Prinzip ein wenig vereinfacht dargestellt. Große Formteile und selbst die größten Sets haben maximal 300 Teile. Es ist nicht wirklich wild. Aber es ist sehr, sehr skurril. Hat damit direkt meine Aufmerksamkeit, denn ich zeige euch mal ein Beispiel, blende ich mal hier ein. Die Rescue-Reihe, die habe ich euch mal vorgestellt, die hat auch unfassbar große Formteile, aber die zählt nicht zu den Juniors, obwohl das bautechnisch sehr in die gleiche Richtung geht. Das war klassisches City. Wahrscheinlich war es einfach eine Krise, die wussten selbst sinnhaftig nicht mehr, in welche Richtung bewegen wir uns mit City und mussten das alles mal neu starten. Heute wären diese Sets wahrscheinlich unbezahlbar, weil sie so groß sind, aber es sind wie gesagt wenig Teile gewesen. Trotzdem sind massige Klötze dabei. Ich zeige euch das mal. Es sieht, obwohl es für Anfänger gedacht ist, nicht scheiße aus, um Gottes Willen. Dank geht raus an den guten René. Wir haben uns auf der Bloxcon getroffen in Germersheim und er hat mir dieses Town Junior Set zur Verfügung gestellt, damit ich es überhaupt zeigen kann. Dankeschön dafür. Das finde ich total genial von dir. Grüße gehen raus. Wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder. Ja, dann gucken wir mal in den Katalog, in die verschiedenen Sets und wie gesagt, eins habe ich auch live für euch. Da können wir eine Runde spielen. Steigen wir also mal ein in die Town Junior Reihe. Das ist wirklich, ja, eigentlich nicht wirklich 4 Plus oder ähnliches, sondern wirklich knapp unter dem klassischen City. Und wenn ihr euch mal hier im Prospekt die Sachen anguckt, die es damals gab, wie Polizei, Hauptquartier, Trucks, Post, Cargo-Sachen, Motorradshops, das sind eigentlich coole Welten. Da würden wir uns heute gar nicht beschweren, wenn das kontinuierlich immer wieder kommt. Autowerkstatt, wer braucht das nicht? Also es sind immer wieder Sachen, die im alltäglichen Leben auch da sind. Und das finde ich ziemlich cool. Und auch so alltägliche Sachen wie hier so Straßenschilder. Ich wüsste gar nicht, ob es aktuell Straßenschilder gibt, geschweige denn gute Straßen. Also sowas finde ich sehr, sehr gut. Übrigens, Gruß geht raus, lieber Markus, Straßenschilder, ne? Weißt du? Das ist ein Insider, es tut mir leid. Also ich finde sowas genial, da kann man seine Welt zum Leben erwecken. Und das gibt es heute leider nicht. Ich stelle euch wie immer die größten Sets vor. Wir beginnen hier mit der Coast Guard. Gefällt mir persönlich ziemlich gut. Ihr seht schon die riesigen Formteile, die dort immer stattfinden. Und wir haben für jeden einzelnen Schritt, den man macht, einzelne Bauanleitungen. So war es auch bei meinem Set. Und das ist ehrlich gesagt cool. Und das wirkt gar nicht so, als ob das aus großen Formteilen besteht. Es sind dadurch einfach nur gigantische Sets. Kleine oder wenige Teile, aber Riesensets. Wie hier 238 Teile, die Blaze Brigade, also eine Feuerwehr, finde ich außerordentlich gut gelungen. Es ist ein wenig vereinfacht gehalten im Vergleich zu klassischen City-Sets, aber auf der anderen Seite, wen stört das, wenn dafür eine Spielwelt entsteht, die diese Größe hier hat? Also schon der Karton macht doch eigentlich Bock, direkt loszulegen. Okay, das scheint wohl eine Bergwacht zu sein wegen den dicken Reifen. Wir gucken mal weiter. Hier haben wir die Polizei. Klassisches Grün, erinnert mich sofort an Space Police und ähnliches, da ist mein Herz schon direkt weit offen für. Wir haben wirklich eine Masse an Bauanleitungen dabei für jeden Einzelschritt und ich bleibe dabei. Es ist doch egal, wie viele riesige Teile es sind, solange das fertige Konstrukt so aussieht. Das ist echt eine riesengroße Feuerwehrstation. Echt schön. Eines der größten Sets ist hier die Highway Construction. Da sieht man schon nur 297 Teile und 5 Minifiguren. Ernsthaft? Eines der größten? Ja, das wirkt gar lächerlich auf den Bildern, aber auch hier haben wir 5 Bauanleitungen, so einen fetten Kran, aber auch hier so super gute Baugeräte. Bagger, LKWs, Absperrungen, was brauchst du denn mehr? Und das Ganze bildet so eine Hochstraße. Ich stelle mir gerade vor, ich weiß nicht, was es gekostet hat, man hätte da 5, 6 von. Das wäre eine geile Hochstraße in jeder Lego-Stadt. Das größte Set ist allerdings das Super Rescue Complex mit 312 Teilen. Eigentlich ein bisschen lächerlich, dass es mit 312 Teilen das größte Set ist, aber es bietet halt eine ganze Menge. Und das sieht man hier: Polizei und Cargo und Feuerwehr und alles in einem. Boah, krasses Ding. Und jetzt geht's live. Willkommen bei Town Junior.
Das hier sind die kleinen Bauanleitungen. Ich zeige euch mal gerade ein Teil, das wäre jetzt hierfür. Man hat also tatsächlich für jedes winzige Stück eine extra Bauanleitung und das geht echt schnell von dannen, weil es alles ultra große Teile sind. Ich gebe aber zu, insbesondere dann, wenn das Ganze fertig vor einem steht, wirkt es nicht mehr so riesengroß. Entschuldigung, also die Teile wirken nicht mehr so riesengroß. Schaut euch das doch mal an. Es sind im Prinzip 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Komponente, die man da zusammenbaut. Ich fange einfach mit dem lustigsten an, wie ich finde, mit dem kleinen Gabelstapler. Das ist doch echt eine richtig putzige Geschichte, das Ding. So, da ist die Kamera auch dabei. Wir haben hier so einen Federmechanismus, mit dem man dann, wie ich finde, viel zu wild umgehen kann. Aber da kommen hier halt diese Containerchen drauf und damit kann man das wunderbar beladen, ne? Hier so, und man kann, wenn man möchte, auch zu das Ganze nach oben schießen, anstatt ordentlich zu beladen. Ja, so hätte ich das wahrscheinlich dann gespielt. Angriff des Killer Last, wie heißt das, Gabelstaplers. Figuren alle, ja, er ist der Coole, das wissen wir alle, ne? Gabelstapelfahrer sind die Coolen. Das ist wirklich alles eine nette Geschichte. Wir haben hier überall diese Cargo-Aufkleber dabei. Aufkleber sind es gar nicht. Diese Cargo-Teile dabei. Sind es Drucke? Es sind Drucke. Ich will nichts falsch sagen. Also Drucke sind das. Überall so Typchen hier, die so lustig mit der... Das ist auch ein komisches Spezialteil, gell? Mit der Sonnenbrille uns anlächeln. Irgendwas ist hier drin. Was haben wir denn da eingebaut? Eine Kamera. Und ein Fernglas. Völlig richtig. Sowas gehört... verschickt. Mein Gott, halt Zeug drin. Das ist doch gut so, dass da überhaupt Zeug drin ist. Wie gesagt, ein kleiner Cargo-Transporter. Ich finde ihn mit 4 Spurenweite fast schon eine Spur zu klein, aber er ist gelungen. Wir wollen uns nicht beschweren. Alles soweit. Okay. Dann haben wir alle für die Oktan-Fans unter euch. Wir haben hier endlich einen Oktan-Wagen zum Betanken. Jo. Wunderbar, oder? Und für viele wahrscheinlich das Highlight, einen Helikopter, in den natürlich auch diese Cargo-Dinger reinpassen. Hat der ein paar Hinges oder muss ich das einfach so werfen? Mit meinen dicken Fingern, das ist ja echt... So, so kommt das da rein. Dann kann er flapp, 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 so ein Bananenheli, dann fliegt er weg und liefert aus. Im Prinzip ist das eine Post, sind wir mal ganz ehrlich. Ein Teil fehlt mir leider, das habe ich bei mir noch nicht gefunden. Muss ich mal schauen, ob ich einen Ersatz noch mittlerweile habe. Und dann haben wir noch so eine Station mit dazu. Die ist auch echt cool. Mit so einem Verladeteil hier, womit man dann auch Container transportieren kann. Ich mache das mal weg, habe ich nur zur Stabilisierung. Dann so eine Einfahrt, wo man hier auch mit bearbeiten kann. Und auf der Rückseite die Station, mit der das Ganze dann geregelt wird. Ja, das ist doch cool. Das sind riesengroße Teile. Es nimmt nicht viele Teile insgesamt. Aber das ist doch Spielspaß hoch 10. Mir gefällt sowas. Ich finde es total spitze, total einfach gestaltet. Aber es sieht in Gänze gar nicht so, nach so wenig aus. Wenn ich das vergleiche mit heutigen Juniors, ist das doch echt eine krasse Nummer. Und ich finde, da kann man auch mal sagen, das könnte gerne wiederkommen. Von mir aus auch mit 1000 Teilen. Dann wäre das natürlich alles winzige Sachen, die zu bauen sind. Aber mir hat das schon echt gefallen. Ich finde das stark und hat einen Platz in meinem Herzen. Was sagt ihr zu Town Junior? Findet ihr es auch zu einfach zu bauen? Zu schwer vielleicht schon für die Altersgruppe, die angepeilt ist? Also mir gefällt das. Ich finde das putzig. Sachen, die das tägliche Leben widerspiegeln, finde ich sowieso nett. Das soll jetzt nicht die kleine Schwester von Scheiße sein. Ich mag sowas wirklich. Und ich finde, überraschend groß sind die Sets und machen dafür recht viel her. Wie gesagt, ich vergleiche das mit Rescue, da ist nicht viel Größeres dabei oder sind da nicht viel mehr Kleinteile dabei. Also es macht optisch schon echt was her. Es gefällt mir unheimlich gut, diese Town Junior Reihe. Also insbesondere Feuerwehr, Krankenhaus, was hatten wir noch, Polizei. Das ist schon cool. Also ich finde das mega. Vielleicht fandet ihr es ja auch mega. Wenn ja, dann freut es mich, wenn ich ein bisschen Spaß hatte. Wenn nicht, tut mir leid, aber ich habe auch andere Videos, vielleicht was dabei, was euch dann besser gefällt. Bis zum nächsten Mal. Macht euch eine gute Zeit. Ciao, ciao. Mal bleibt steinverrückt. Ciao, ciao. Ah, ich habe das Mikrofon gar nicht.
So langsam lese ich auch nicht mehr weiter. Jetzt will ich auch nicht mehr, ey.